Kommt der ernsthaft? Ja. Der kommt nicht, Mann. Da ist er. Wunderbar. Warte. Nee. Warte, ich muss mal aufstoßen. Morgen, Jungs. Und Mädels. Wir spielen... Warte bitte, bis die Tür fertig ist, bevor du spielst. Wir spielen Box of Horrors Mod, SCP Containment Breach. Seit wann nennst du dich Fried HD? Keine Ahnung. Junge, hörst du das? Da geht eine Tür. Immer wenn ich klicke. Immer wenn ich klicke, kommt eine Tür. Jetzt nicht mehr. Schade. Schaut doch mal neu. Blöde Tür. Wir gucken jetzt, ob das random war oder ob das tatsächlich kommt. Jetzt hatten wir auch so ein komisches Geräusch, ne, das dann dauerhaft war. Das Menügeräusch haben wir dann dauerhaft im Hintergrund. Die Menümusik, die kam zweimal, aber jetzt hört sie auf, glaube ich. Ja. Da kam die Menümusik einmal aus dem Menüausgang und als ich Spiel gestartet habe, kamen sie nochmal und haben die sich beide gegenseitig überlappt. So. Voll gestört. Ja, und gleich mal zu Beginn des Videos. Für diejenigen, die das letzte Spiel von Call of 4 nicht zu Ende gesehen haben. Wenn ihr wollt, dass wir es weiterspielen, dann müsst ihr bei dem Video auf Dislike klicken. Daumen nach unten. Also nicht bei diesem Video jetzt. Da klickt ihr auf Like. Bei dem Call of 4 Video drückt ihr auf Dislike. Wenn ihr wollt, dass wir es weiterspielen. Ansonsten hören wir auf damit. Und legen es auf Eis. Oder spielen es zumindest nur alle 2-3 Wochen mal oder so. Ich glaube, er ist nicht drin. Weil es mittlerweile so viele neue Spiele gibt, die wir spielen wollen, sollen, was auch immer. Ja. Und sonst kommen wir da gar nicht mehr hinterher. Das sind ja jetzt endlich auch nur Menschen. Teilweise zumindest. Du nicht, geil. Nee. Ja, ja, ist aber wurscht, geht da rein jetzt. Oh, der ist da. Ist nett. What? So was gibt's doch sonst noch in Custom Maps, oder? Ah, da komme ich da hoch? Nein. Da, tatsächlich. Wie ich da hochkomme. Aber ich komme nicht mehr runter. Tja, das ist jetzt. Natürlich, Spieler. Geh weiter, nur geh weiter hoch. Geht auch nicht. Du musst es ja unbedingt machen. Ja, dann nur klipp dich halt da runter, mein Gott. Das ist echt blöd, ne? Ganze Episode schon für den Arsch jetzt. Eigentlich. Du Clip und. Ja, ich die Konsole sieht auch irgendwie komisch aus, ne? Das ganze Spiel ist verbuggt, kann es sein. Yes, it is. Ich bin kein Boxer Forum mehr. Ist es jetzt offiziell? Ich glaube, ich sterbe früh. Wenn es schon hier rumschabt. Tut doch nicht mehr. Ja, apropos hier Schaben. Ja, Schaben. Jetzt, was kommt die jetzt? Luca hat es, glaube ich, gesagt. Was kommt jetzt? dass, wenn man irgendwie irgendwas mit der Ding macht, mit der Night Vision Brille, ich glaube, Verify macht in meinen 14. Dann, weil du geredet hast, habe ich nicht gehört, dass der runterfällt. Achso. Ja. Dann kannst du in der Night Vision sehen, wo SCP-173 ist. Mhm. Ja, stimmt, habe ich auch gelesen. Das wäre ziemlich cool. Den sollten wir mal nachgeben. Oh ja, nimm die Brille. Really? Ja, guck mal durch. Ein bisschen. Oder wollen wir noch ausprobieren, was passiert, wenn du diese Entitäten berührst? Speicher mal. Ich hätte vorher gespeichert. Jetzt ist das Spiel vorbei. Weil der kommt jetzt und dann. Der bringt dich auch um, wenn du die Brille aufhast, glaube ich. Damals war es zumindest so. Und jetzt bist du verletzt, oder? Ich blute nicht. Aber ich weiß noch nicht, wo es lang geht. Ah, doch, da geht's. Also, der kommt schon voll viele, oder? Ja, gell? Habe ich irgendwie so. Vielleicht hängt es von der Dauer ab, die du die Brille aufhast. Oder wo du die berührst.
Wo Mann. Du ihn berührst. Ein böse Mann. Wo, wie lang und wie fest. Das ist gut, aber ich laufe so schräg, siehst du das? Ja, weil du verletzt bist. Nochmal mit der Brille. Nein. Doch, mach nochmal. Nur gucken. Nur gucken, nicht anfassen. Was war das? Hallo? Hier ist eine Tür gerade. Ja, das war der Mann. Mein Gott, er kommt. Was? Also kein Navigator. Kommt der ernsthaft? Ja. Der kommt nicht, Mann. Da ist er! Guck mal. Nein, mit der Brille, bitte. Das ist ein Fehler, schau mal, wenn ich. Du dumm. Musst auch die Kicker benutzen. Ja, aber es macht trotzdem das Geräusch. Ja, und? Wir sind nicht zu viel zugemacht, der kommt jetzt raus. Ungehindert. Nein! Aber da ist was. Fuck shit. Da ist doch der. Wie heißt's? Medipack. Nee. Oder? Der Radio ist da. Kein Medpack. Medpack ist bei 914 im Keller. Und hier bei Boxer Forest. Diesen Medical Room mit dem Zombie. Naja. Oh, da ist bestimmt noch ein alternativen Raum, aber der fällt mir jetzt nicht ein. Ja, vielleicht dieser Storage Room, wo man das letzte Mal drin war, ne? Da gab es auch lauter Scheiß. Und so. Ja, da war alles fast. So, ich komme. Da war ich noch drin. Ah, oder liegt da nicht? Okay, den können wir offen lassen. Okay, jetzt ist schon mal hier die ganze Ecke abgecheckt. Achtung. Jetzt von oben. Nein, bitte nicht. Schade. Das darf er nicht. Weil ich ihn schon ganz doll aufbrennen will. Finde ich aber mal ganz geil. Damals fanden wir es nicht geil. Na, irgendwie schon. Das, ich glaube, wo bin ich hergekommen? Von da, glaube ich. Ja, ja, ziemlich sicher. Hätte ich gerade versucht zu erinnern, wie du erschrocken bist. Da bin ich erstes lang gegangen. Dann muss ich auch zurückgehen, ja, aber von da bist du hergekommen. Hast du nicht gefragt, wo wir jetzt lang gehen müssen? Das hatte ich dir in dem Song schon gesagt. So, da müssen wir hin. Genau. Oh. Ninja. No pressing, we're not a pro in containment. Das ist eigentlich ein Easter Egg vom Alex, das meinst du? Ach, ist aus, ne? Oder? Ja, weiß ich nicht. War klar, war so klar. Oh, da ist offen. What the fuck? Ach man, das ist voll der Bug, oder? Schau mal, ich krieg da. Muss man durchzugehen auch? Jetzt hast du wieder zugemacht. Ne, geht nicht. Schade, das wäre jetzt lustig eigentlich. Böshafte Tür. Boshaft. Wenn wir durch alle Türen hätten durchgehen können. Selbst durch verschlossene. Dann wären wir aber Cheater. Nee, dann wären wir Bug-User. Das ist ein Unterschied. Glitcher. Achtung, eine Durchsage. Gut, dass ich alles verstanden habe. Der Pinkler hat wieder zugeschlagen. Achievement unlocked, Refinery. Achso, ja, jetzt haben wir schon mal. Ja. Der Pinkler? Ja. Das war Realschule. So 6., 7. Klasse war es, glaube ich. Nee. Aha. 5., 6. glaube ich. Da waren wir im obersten Stock, ne? Weißt du ja. Ja. Und irgendwer hatte immer die Toiletten voll gepinkelt von den älteren Klassen, glaube ich. Und da hat dann der Schulleiter dann so gesagt, Achtung, eine Durchsage. Der Pinkler hat wieder zugeschlagen. Toiletten im zweiten Stock werden bis auf weiteres geschlossen oder so. So cool. Haben wir Pinkler. Ah, die kann man vielleicht auch auftun? Sollen wir probieren? Haben wir noch nicht gemacht, ne?
Auf Verifyen. Machen wir erstmal die zwei Karten auf Fine. Doppelt oder nichts! Da kannst du ein Madpack. Bei der Humpelst du nur, dann kannst du das Madpack vielleicht nehmen. Oder du machst es zu einer Strange Bottle und riskierst, dass du potenziell stirbst oder dass du komplett geheilt bist. Jetzt ist zu spät. Ding! Wie so eine. Bit of pain, but it's still painful to walk. Ja, toll, und warum knie ich jetzt überhaupt? Ah, okay. Das ist gut. Das ist gut. Und schon mal eine Dreier. Nehmen wir nochmal die Zweier und hauen sie rein. Du kannst ja gleich zu einem Verify machen. Wenn wir mit der Dreier kommen, reicht ja, um weiterzukommen. Und dann kannst du auch gleich die Maske und das ganze andere Zeug. Achso, scheiße. Ja. Oh, jetzt habe ich das Viech gesehen. Ich hasse das, ne? Dieses Insektenteil. Ist das ein Insekt? Ja, bin ich mir ganz sicher. Sieht aus wie so eine Gottesanbeterin. Really? Yeah. Oh, Clipper? Kannst du das noch machen? Was? Nein, denn. Warum denn nicht? Was soll da passieren? Weiß ich nicht, wir können es probieren, Mann. Es passiert bei allem was. Wo ist das Ding jetzt hin? Ja, dann mach halt. Wir probieren das bei den Sachen, die wir noch nie gemacht haben. Gut. Das ist jetzt drin ganz, ne? Das ist drin. Die überlappt nichts. Ja, mehr. Passt schon. Jetzt bin ich mal gespannt. Mach. Ne? Hine. Brille, verwandel dich. Da kommt bestimmt was mega geiles raus. Eine Poolfilterbrille wird das jetzt. Vielleicht können wir jetzt mehr Zettel draufpacken. Was soll jetzt? Tatsache. Die da? SCP-108 ist immer noch dasselbe, ne? Ja, schaut genau so aus. Vielleicht kommen jetzt keine Viecher mehr, aber dann hätte es keinen Sinn mehr. Oh, blöd. Gut, dann haben wir noch was. Den die Gasmaske brauchst du noch und den Navi vielleicht. Und den Radio, ja. Radio, nee. Das spackt dann einfach nur rum, glaube ich. Das switcht dann ganz schnell durch alle Channels oder so. Oh. Nein, der liegt nicht drin. Meinst du, wir kriegen so? Ups. Nein, so nicht. Oder wollen wir lieber so lassen? Da sehen wir nämlich dann, wo wir schon waren. Mal halt. Nimm Rotter Battery. Ja, mal ja. Zwei. Na ja, gut. Do it. Weil diese Dokumente. Okay, jetzt haben wir ja Platz für Dokumente, aber ich hebe sie trotzdem nicht auf. Ja. Weil halt einfach. So, komm ja wieder raus, Mann. Wir nehmen ja. Oh, fuck, der ist da, obwohl ich das gar nicht hab. Ja, jetzt setz die Brille auf. Scheiße! Was mach ich jetzt? Wo muss ich lang überhaupt? Läuft der auf mich zu? Nein, nicht so lang, wie du nicht berührst. Ah! Fuck, ist noch mehr! Alter, mach nix, oder wie? Du darfst, Alter, halt, du darfst halt nicht berühren. Die sind schon mal gelaufen, oder? Da rein gehe ich jetzt aber nicht, oder? Das sind voll die Muscle Mans. Was siehst du das? Ich kann da durchschauen. Ja. Paranormal. Bonehead. Boah, jetzt laufen alle! Jetzt laufen alle! Ja. Nein, der Haufen! Der Haufen! Nein! Gruppenvergewaltigung! Scheiße. Ja. Das war ein kurzer Spaß. Naja, was heißt kurz? Nee, was ich sagen wollte hier, apropos Dokumente und so, wir nehmen ja in Englisch gerade hier die Frachtpapiere durch und so. Also was gibt's da? Lieferschein, Handelsrechnung und Zollpapiere, weißt du, geil, was? Ja, und da haben wir mit der Lehrerin eben, haben wir sie gefragt, ob man einfach Dokuments zu allem sagen kann, wenn die es dann in einer extra Schulaufgabe abfragen würde, ne, was sind überall Dokument oder Dokuments hinschreiben würdest, dann würdest du immer noch einen halben Punkt bekommen, weil das ja nicht falsch ist. Ist gut. Ja. Nichts lernen. Dokuments. 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 Ja. Das war's schon. Ja, aber ich fand's irgendwie trotzdem unterhaltsam. Diese haben mich jetzt echt ein bisschen hier psychisch fertig gemacht, diese Muskelmänner, die mich dann am Ende, weißt schon. Hat sich an ein traumatisches Erlebnis deiner Kindheit erinnert. Bah! Ja. Süffig. Na. Ja. Wieder was gelernt. Ja.
3D-Bilder in SCP-914 nicht gut. Und man kann das Clipboard aufmotzen hier. Mhm. Wobei eins ja eigentlich schon genug Platz hat. Du kannst ja deine ganzen Karten so auslagern. An sich wäre das dann schon ganz gut, wenn das ins normale SCP-Spiel mit einbringen würden. Genau. Ansonsten? Für mehr Infos abonniert uns, dann gibt es wieder informative SCP-Folgen. Wie diese hier. Ja. Und ansonsten liken, wenn es gefallen hat und ja, einen Kommentar da lassen, genau. Okay. Hast du noch was zu sagen? Willst du auch einen Kommentar da lassen? Nö, heute nicht. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Dann bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen. Ja, tschüss. Nein, einfach noch.